Warum Menschen dazu tendieren, normal zu sein. Dazu gibt es eine Theorie, die sich die Stabilitätshypothese nennt und die ist von dem österreichischen Verein gegen Tierfabriken und erscheint mir relativ einleuchtend. Ich stelle euch einen Link dazu in die Infobox, erkläre es aber euch hier einfach mal kurz. Also die Standards des eigenen sozialen Umfelds bestimmen erheblich, wie Menschen ihr Leben leben. Sie tendieren stark dazu, in jeglichen Angelegenheiten die Standardposition einzunehmen. Das ist so, weil es erstmal die komfortabelste Position ist. Jede Abweichung vom Standard kostet einfach wirklich erstmal Energie. Der psychologische Druck, dass man als nicht normal wahrgenommen wird, vielleicht kommen sogar unangenehme Fragen oder man gerät sogar in Konflikt mit anderen. Und da die Option, die man wählt, nicht die standardmäßige ist, ist sie wahrscheinlich auch nicht so leicht zu bekommen oder umzusetzen, weil das System und dessen Infrastruktur nicht darauf ausgerichtet sind. Das führt einfach dazu, dass oft nur eine Minderheit die Kraft aufbringen kann, um eine Veränderung anzunehmen und diese auch beizubehalten. Wenn sich die Standards dann nicht ändern, fallen viele leider zurück in ihr altes Muster und gehen so dann konform mit dem, was alle anderen tun. Ein gutes Beispiel dafür ist die Massentierhaltung. Wenn man Leute fragt, gibt wirklich ein Großteil der Leute an, dass sie gegen Massentierhaltung sind und dass sie gerne hätten, dass das auch verboten wäre. Gleichzeitig ist es aber so, dass wirklich nur sehr wenige tatsächlich darauf verzichten, Fleisch aus Massentierhaltung zu konsumieren. Das ist immer noch eine wirkliche Minderheit in unserer Gesellschaft und die allermeisten konsumieren das, obwohl gleichzeitig auch die meisten sagen, dass sie das nicht gut finden und dass sie eigentlich dagegen sind. Und da fragt man sich, wie kommt es dazu? Und das ist genau eben aus diesen Gründen. Es ist bei uns der Standard und das Allereinfachste in unserer Gesellschaft, ganz normal Fleisch im Discounter zu kaufen zu sehr billigen Preisen. Und das ist dann eben Fleisch aus Massentierhaltung. Nun, jeden Einzelnen davon zu überzeugen, sich bewusst gegen dieses Fleisch zu entscheiden und es nicht mehr zu kaufen, grenzt fast an eine Unmöglichkeit. Also das muss ein Riesenaufwand sein und kostet auch die Leute viel Energie, um das dann wirklich umzusetzen. Würde man nun gesetzlich Massentierhaltung verbieten, dann wäre die Problematik mit der Massentierhaltung auf einen Schlag gelöst. Es würden sich dann in der Nahrungsindustrie einige Sachen umkrempeln wahrscheinlich, aber für den Verbraucher wäre es ziemlich leicht, weil er sich nicht mehr gegen oder für Massentierhaltung entscheiden muss, weil es die einfach nicht mehr gibt. Und es wäre für ihn letztendlich dann ziemlich einfach, so ethisch korrekt sich zu ernähren. Den meisten von uns ist es allerdings nicht vergönnt, Gesetze erlassen zu können. Falls du aber direkten Einfluss auf die Gesetzgebung hast, holy shit, mach was draus. Falls du das aber nicht hast, dann ist der effektivste Weg, um Menschen davon abzuhalten, Fleisch aus Massentierhaltung zu konsumieren, tatsächlich ihn in ein freundliches und angenehmes Umfeld mit Vegetariern und/oder Veganern zu bringen. Und dann fängt es fast ganz automatisch an, dass die Leute sich diesem Umfeld anpassen müssen, weil es dort der Standard ist. Es wird immer wieder so sein, dass die Menschen dazu tendieren, sich diesem Standard anzupassen. Es kostet einfach so viel Kraft, das nicht zu tun. Und deshalb auch wirklich großen Respekt vor allen Pionieren, die wirklich ein bewusstes Leben leben und sich nicht einfach nur an diesen Standards orientieren. Diese Menschen haben einfach eine große Kraft in sich und müssen viel Ausdauer haben und sind einfach starke Persönlichkeiten. Sonst funktioniert das gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du dir meine Videos anschaust, genau so ein Mensch bist. Und genau solche Menschen braucht einfach unsere Gesellschaft, damit sich in ihr überhaupt etwas wandeln kann. Damit nicht alle immer nur dem bisherigen Standard treu bleiben, sondern damit wirklich sich etwas verändern kann, müssen erstmal neue Standards gesetzt werden und auch durchgesetzt werden gegen die Alten. Ja, da kommen eben die Pioniere ins Spiel und ich hoffe, du bist auch so einer und arbeitest mit daran. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Man sollte aber echt nicht außer Acht lassen, wie viel man bewirken kann, wenn man Strukturwandel in einem System bewirkt.